Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem kleinen Amoklauf in Grand Theft Auto 5. Wir haben hier wieder coole Waffen am Start. Die Knarre ist, finde ich, auch eine richtig coole Sache. Aber schauen uns erstmal die Leute an. Gehen wir in die Elder Scrolls Perspektive. Das ist die hier. Ich sage immer die Elder Scrolls Perspektive. Ich hoffe, ihr versteht das. Weil es einfach was von The Elder Scrolls hat, von Skyrim oder von Oblivion. Das Spiel ist ja einfach... Ach nee. Will er mich verarschen? Der will mich echt töten? Okay. Ihr seht, wie er leidet. Ich finde es einfach nur lustig. Rolle gemacht. Liegen nachgeladen. Besser geht's nicht. So, das war jetzt noch kein richtiger Amoklauf. Ein Kill. Hier sehen wir die Fahne von Kanada. Oh, nice. Gibt es hier irgendwas, wo man Amoklauf machen kann? Ne, hier geht's gar nicht rein. Es wird gleich Nacht. Ach ja, da vorne. Alter, stirb! Bam! Explosion! Oh, das Feuer sieht ja mal mega nice aus. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Und drei Granaten haben wir noch. Das wird was werden hier. Komm her. Sicherungsschiff zünden. Ups. Oh Kacke. Wo ist die Granate hin? Oh, komm mal her hier. Also es ist gar nicht mal so leicht, hier einen Amoklauf zu machen. Da alle abhauen. Was natürlich auch verständlich ist. Jetzt kommen gleich die Bullen. Wie schon ein bisschen geübt, habe ja schon. Ich liebe den First-Person-Modus. Ich glaube, wegen dem ist es ja auch immer in meinem Videotitel drin. Das ist einfach so eine Serie, wo ich starte First-Person-Modus GTA 5, weil er mir einfach so Spaß macht. Ich glaube, der ist tot. Jetzt können wir nämlich mal in das Polizeiauto einsteigen und wieder aussteigen. Haben wir jetzt. Hätten jetzt natürlich die Shotgun gehabt. Aber naja, das war's nicht. Das war wohl nichts. Die Bullen sind ein bisschen stärker. Da kann man nichts machen. So, los geht's. Machen wir das nochmal jetzt hier. Sag, wir können natürlich in verschiedene Perspektiven wechseln. So, alles cool. Suchen uns natürlich jetzt eine Gruppe aus von Menschen, die wir gleich abballern werden. Ja, das reicht schon. Amoklauf! YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 im Rage-Modus. Ja, die bewegt sich noch. Der ist tot. Boah, ich hoffe, der hält an. Oh, Kacke. Halt an. Guck mal, der will noch abhauen. Jo, der hat noch ein bisschen Dollar am Start. Wunderbar. So, das war der kleine Amoklauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Mit einem neuen First-Person-Modus-Abenteuer in GTA 5 auf der PS4. Hau rein, ciao!